Ja, liebe Campingfreunde, angekommen hier bei Westfalia, habe ich hier hinter mir ein Goldstück. Schaut euch das mal an. Das ist natürlich schon eine andere Hausnummer wie hier mein Rusty. James Cook, ja, Westfalia, James Cook, auf den geilen Felgen hier, mega Reifen. Und vor allen Dingen hier, schaut euch das an, mit einem Auszugssystem hier, damit das Schlafzimmer einfach noch ein bisschen in die Länge gezogen wird. Ein unglaubliches Feeling, ja, also von dem her, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir die Zeiss S7 Rahmenfenster drin, hier schon in dem Fahrzeug und natürlich auch eine mega Farbe. Ja. Also echt kompakte Länge. Wir haben hier 6 Meter, das wird man gar nicht glauben, also 5,93 Meter. Und dann natürlich hier dieses Slide-Out hinten im Schlafzimmer, was das ganze Fahrzeug nochmal um einiges größer macht. Ja. Großes, bestes Bad in the Class, da bin ich mal gespannt, ja, ob das wirklich so ist. Ihr wisst ja, als Raumbad-Fan bin ich da immer offen für neue Ideen. Ne? Fußbodenheizung, absolut. Und das Ganze hier mit einem großen Heck-Doppelbett. Ne? Also da bin ich echt mal gespannt. Und natürlich auf Mercedes-Basis hier. Ne? Und das ist schon ein Riesenschiff. Ey, mein lieber Scholli, schaut euch das an. Wow. Cool. Und das Ganze mit diesen geilen S7 Rahmenfenstern. Ja, ein cooles Design, muss ich echt sagen. Ja, das Lightout hier kommt schon fast einen Meter raus. Ne? Also das macht bestimmt viel aus. Da bin ich mal richtig gespannt. Sogar ein Fenster drin. Also richtig cool. Ja. Schauen wir mal auf den Preis, bevor wir da mal reingehen. Ja, wir sind hier bei, okay, 121.547 Euro. Mercedes, Slideout. Und das Riesenschiff hier, klar. Ja, also, da müssen wir nicht lang meckern. Das ist logisch, das ist es mit Sicherheit wert. 7-Gang Automatikgetriebe. Das Fahrzeug ist seinen Preis wert, da müssen wir gar nicht diskutieren. Ne. Jetzt schauen wir mal, ob wir jetzt hier gleich rein dürfen. Noch ist abgeschlossen. Ja, die Messe ist noch nicht offiziell eröffnet und deswegen müssen wir ein bisschen warten. Aber gleich geht's los. So, liebe Campingfreunde, also, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal rein in die gute Stube hier. Erstmal fragen, ob wir das auch dürfen. Wahrscheinlich schon, oder? Natürlich, ja? Sehr gern. Sauber. Das ist erwünscht. Prima, dann gehen wir hier mal rein in die gute Stube. James Cook, ja, von außen habe ich ihn euch ja schon gezeigt. Ja, ein richtiges Schmuckstück, was hier steht. Auf 6 Meter wohlgemerkt, das ist schon unglaublich. Und jetzt gehen wir hier mal rein. Und das ist natürlich hier ein Ambiente vom Feinsten. Ja? Schaut euch das an. Vorne natürlich hier der Mercedes. Ja, dazu braucht man gar nicht viel sagen, das ist einfach das Beste vom Besten, logischerweise. Ja. Und wenn ich hier mich mal auf meinen schönen Platz setze, dann ist es natürlich hier, boah, hammermäßig. Hier ein freischwebender Tisch, ja, stimmt gar nicht, da unten ist ein Ständer, aber man hat ja jede Menge Beinfreiheit, das ist eine tolle Sache. Ja. Und dann hier, das Ganze, hier, schaut euch das Ambiente an. Ja. Ja, hier die Küchenzeile, spartanisch gehalten, alles was man benötigt, ne? Piezozündung, 2 Kocher, überall hier die Push-Button, das ist schön, aber was mich jetzt natürlich wieder, ihr wisst, das ist ein No-Go, bei solchen High-Glass-Fahrzeugen kann es nicht sein, ne? Schaut euch das an, stoßt da oben an, das ist doch einfach schade, ne? Hier ist okay, hier geht es nicht ganz auf, aber man hat hier ein bisschen, man hat ja schon einiges an Platz. Nicht wahnsinnig viel, aber ja, viel bringt man da nicht unter, muss ich ganz ehrlich sagen. Zumal hier natürlich die ganze, der ganze Stauraum über der Fahrerkanzel fehlt natürlich. Ne? Aber das geht nicht, ja. Das ist schon ein bisschen verbesserungswürdig, würde ich sagen. Ansonsten jede Menge Stauraum hier noch, ja, da passt auch einiges rein. Ja, und dann schauen wir mal hinten mit dem schönen Slide-Out hier. Da hat man natürlich jede mit der ist jetzt ausgefahren, das Slide-Out, wie ihr sehen könnt. Das ganze Slide-Out fahrt wieder zurück, so dass man dann hier auf 6 Meter sind. Und im ausgefahrenen Zustand, wie jetzt, hat man hier ein richtig schönes 2-Meter-Bett. Also richtig genial gemacht, toll gelöst. Ne? Und auch vom Design her natürlich, ja, spartanisch gehalten, pflegeleicht vor allen Dingen, überall Kunststoff, also richtig schön abwaschbar. Nicht viel Holz verbaut, ne? Das ist einfach sehr hell und sehr pflegeleicht gehalten. Ne? Hier haben wir noch die Einstiegsstufe fürs Bett und auch wieder dieser tolle Kühlschrank, wo auf beiden Seiten, ja, kennt ihr ja schon, der ist auf beide Seiten zu öffnen hier. Läuft ein bisschen schwierig,
Dann gucken wir mal hier ins Bad ein. Das Auto verspricht ja das größte Bad seiner Klasse. Da bin ich mal gespannt. Machen wir mal auf. Eine schöne Türe, aber doch ziemlich eng reinzugehen. Und dann muss ich doch sagen, doch ziemlich groß. Ne? Ein kleines Waschbecken, schaut euch das an, gegenüber meiner Hand. Dafür ein Fenster, kann man jederzeit außen duschen, aber wahrscheinlich hat das Fahrzeug auch eine Außendusche. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Ne? Ansonsten würde ich sagen, machen wir mal die Türe zu. Ja, so. Ja, von der Stehhöhe her ist es okay. Ne? Also ich kann hier locker duschen. Hier ist auch die Duschgarnitur. Und auch vom WC her, ja, habe ich Platz. Es ist okay. Ich stoße hier zwar mit meinem Knie an, aber das ist Gejammere auf hohem Niveau. Ne? Ja, Crafter. Ich bin kein Crafter-Fan, weil der einfach sehr eng ist. Das Fahrerhaus ist dafür riesengroß. Von dem her ist es nicht unbedingt das ideale Fahrzeug für einen Kastenwagen. Aber Mercedes-Fans, die finden hier natürlich ihr absolutes Highlight. Ja, auch die Schaltzentrale hier, schaut euch das an. Alles natürlich hier vom Feinsten. Top modern, kann man alles steuern hier. Musikanlage, Licht, Klimaanlage, falls eine verbaut ist, etc. etc. Also da ist alles drin, was das Herz begehrt. Ne? Ansonsten sehr spartanisch gehalten, wie gesagt. Ja, wenig Stauraum, also mir fehlen zum Beispiel da hinten irgendwelche Schränke, da sind gar keine Schränke drin, hinten sind zwei, ja, da bringt man ein bisschen was rein, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich mein ganzes Equipment hier verstau, ganz ehrlich, keine Ahnung, also ich hätte hier wirklich Platzmangel. Das einzigste Highlight ist für mich eigentlich das Außendesign und das Slide-Out. Ansonsten, wie alles, Geschmackssache natürlich. Schauen wir uns das Fahrzeug mal noch von hinten an, würde ich sagen, und dann geht's weiter. Was natürlich noch eine coole Sache ist, den Tisch, den kann man natürlich hier auch wieder außen anbringen und eine clevere Lösung, Fliegengitter sind geteilt, man kann hier einmal die Fliegengitter von der Seite zumachen und oben nochmal so, und somit kann man jetzt den Tisch, kann man hier einfach eingeklinkt lassen. Also eine clevere Variante, muss ich sagen. Ja, ist mal was ganz anderes. Eine coole Sache. Ne? So bringt es auch was. Ne? Dann brauchen wir den Tisch nicht mitschleppen. Gerade weil man natürlich auch stauraumtechnisch ein bisschen begrenzt ist hier. Ne? Würde ich sagen, schauen wir uns das Fahrzeug mal von hinten an. Slide-out. Ja, hier. Da haben wir natürlich dann auch hinten sehr, sehr wenig Platz. Ne? Durch dieses Slide-out-System hier. Das nimmt uns natürlich noch ein bisschen Platz weg. Wir haben hinten noch einen Kofferraum. Und that's it. Also hier ist der Kofferraum. Den machen wir jetzt mal lieber nicht aus. Ich weiß nicht auf. Ich weiß nicht, ob das auch funktioniert, wenn das Slide-Out hier ausgefahren ist. Aber ja, nette Idee. Sieht gut aus. Und vor allen Dingen das Außendesign. Das schlägt hier natürlich wirklich alles. Aber ansonsten, wie alles, Geschmackssache. Für den Preis, überlegt euch, kommt vorbei hier in der Halle 10. Und da gibt es noch viele, viele Fahrzeuge. Jetzt schauen wir aber mal weiter. War doch mal wieder ein erfolgreicher Tag. Einiges Neues gesehen. Richtig coole Sachen. Viele von euch getroffen. Unfassbar. Ich bin echt sprachlos, Leute. Ey, ihr seid alles so freundlich, wenn ihr mich trefft. Ist einfach genial. Ich hatte so viele tolle Gespräche. Das Beste waren die zwei kleinen, süßen Kinder, wo hier kamen und haben gesagt, hey, Aki, können wir ein Foto machen zusammen? Das fand ich richtig cool. Dass meine Videos hier Altersklasse 6 bis 80, keine Ahnung, geschaut werden, das ist schon faszinierend. Das haut mich echt um und dafür nochmal herzliches Dankeschön. Ja, jetzt bei herrlichem Sonnenschein geht es jetzt hier Richtung, wie heißt das eigentlich, Leute? Alphütte. Ja. Alphütte. Wir gehen zur Alphütte und da kann man richtig zünftig essen, sage ich euch. Da gibt es alles, Wurstsalat, Käsespätzle. Also, schauen wir mal, was es heute gibt. Und natürlich auch ein lecker Bierchen. Ja. Würde ich sagen, passt. Also, schauen wir mal. Vielleicht nehme ich euch mit rein. Hier, und Bobby darf natürlich mit rein. Und denkt dran, Bobby on Tour. Der erste Hund, der einen eigenen Instagram-Account hat. Ja? Hey Bobby, sag mal Hallo zu deinen Followern. Sag mal, hey, was geht? Ah, okay.
Er hat Hunger. Hä? Kann ich verstehen. Wo ist die Haxe? Was hast du für? Aber das ist ein Wackelchen. Ja? Komm her, ich helfe. Dann bleibt der Tisch frei. Holzfällersteak vom Grill mit Zwiebeln und gegrillten Speck. Ich würde sagen, das hört sich gut an. Ne? Das essen wir heute mal. Ne? Steh mal auf. Ich denke, die Tagesempfehlung. Also ich bin schon gemein. Ja. Also ich weiß ja, dass der Markus und die Manuela, die warten jetzt gerade auf ihren Rollcoaster Bay. Ich kann das nachvollziehen. Boah, noch in der Wunderung. Ja. Clemens, wenn du das siehst, gib Gas. Du bohrst ein wenig in der Wunde. Wann kommt er denn jetzt eigentlich? Ich kann die Frage so gut nachvollziehen. Auch ein Schweineherz kann bluten. Weißt du, wie oft die mich gefragt haben? Ja, wann kommt er denn endlich der Rasti? Ja, wann kommt er denn jetzt? Wann kommt er denn? Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Also zu Lieferzeiten gebe ich grundsätzlich keine Auskunft, Leute. Viele von euch haben mich gefragt, wie sieht's aus? Fragt selber nach. What you putting in? All your hopes and efforts are all in vain. Who will pick you up when you've lost everything?